Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gamero und das ist die erste Folge meiner neuen Reihe Road to Glory. Ja, ich habe mir überlegt, eine kleine Road to Glory zu machen, eine Pack-Road to Glory sozusagen. Ja, ich sag euch mal kurz vorab, was ich alles gemacht habe. Ich habe einen neuen Account erstellt mit einem Anfangsteam. Ja, das ist das Standard-Anfangsteam, was man bei jedem neuen Account bzw. beim Start von einer neuen FIFA-Version erhält. Ja, das ist es im Moment. Sieht nicht so wirklich brillant aus. Oh, Hilfe gefällig, hier greifst du. Ja, wir haben hier zwei Goldspieler, nee, drei sogar. Robin Knoche, ZIV und wer ist das hier? Candeias und Steve Naismith. Ja, das ist das Anfangsteam und ich muss sagen, das sieht nicht so wirklich gut aus. Aber damit müssen wir irgendwo im Prinzip beginnen. Und ich habe mir überlegt, was könnten wir für Bedingungen für das Road to Glory machen. Ich habe jetzt angefangen mit der Road to Glory, weil es im Moment Free Packs gibt zu dem Geburtstag von FIFA Ultimate Team. Ne, da gibt es dann irgendwie jeden Tag ein Free Pack, was man sich ziehen kann und so weiter. Eigentlich der gelungene Start für eine Road to Glory. Zusätzlich die Bedingung, ich darf einmal darf ich mich quasi boosten. Ich habe mir also 2200 FIFA-Points gegönnt, das sind ungefähr 20 Euro, also 19,99 Euro oder sowas um den Dreh. Und die darf ich einsetzen und ansonsten darf ich dann bei jedem Sieg, darf ich dann ein neues Pack ziehen. Das ist die Bedingung und die ganzen Coins, die wir erwirtschaften, ich darf keine Spieler verkaufen, beziehungsweise einkaufen auch. Ich möchte das Team nur durch Packs haben. So, das ist die Bedingungen sozusagen, also die ganzen Coins und so weiter werden ausgegeben für, weiß nicht, für Verbrauchsgegenstände, für Verträge, für Fitnesskarten und so weiter. Ja, ansonsten wird alles über Packs gemacht. Also wenn ich einen guten Spieler haben möchte, muss ich ihn ziehen. Das sind die Bedingungen und ich würde einfach mal sagen, legen wir einfach mal los mit den Packs und gucken, was das so gibt und was wir da alles so erreichen können. Ich bin mega gespannt, was es für ein Anfangsteam letztendlich wird. Wir möchten auf jeden Fall dann von Liga 10 irgendwie in Liga 1 kommen mit dem Kack-Team sozusagen. Ob das so wirklich klappt, weiß ich nicht ganz genau. Das wird schwierig, glaube ich. Es wird, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Aber je nachdem, vielleicht ziehen wir ja auch irgendwie einen Messi oder so, oder einen Ronaldo, oder schieß mich tot, irgendwen. So, dass wir uns dann letztendlich dann doch ein gutes Team formen können. Aber schwierig wird es dann trotzdem. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar Packs zur Verfügung, die wir jetzt ziehen können. Und dann nach jedem Sieg, dann belohne ich mich halt dann irgendwie mit Siegen. Und mal gucken, wie weit wir kommen und so weiter und so fort. Ich habe mir dann überlegt, dass ich dann pro Folge ein Spiel machen werde, also ein komplettes Spiel werde ich dann zeigen. Diese ganzen zusammengeschnittenen Sachen finde ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das so machen sollte, aber ich glaube, wir zeigen ganze Spiele. Das macht in meinen Augen am meisten Sinn und dafür kriegt ihr dann so alle ein, zwei Tage dann eine neue Folge, so habe ich mir das so überlegt. Yo, ich würde sagen, beginnen wir mal. Oh je. Jetzt ziehen wir erstmal das Belohnungsset. Mal gucken, was da so schönes, wunderschönes drin ist. Ob wir da irgendwie was gebrauchen können. Ja, McGovern. Okay, alles klar. ZM. Ja. Da seht ihr auch schon, dass das ein neuer Account ist. Wird erstmal alles erklärt. McGovern. Okay, alles klar. Ah, sieht solide aus. 73 Pace, 61 Schuss, 63 Pass. Könnte man eventuell irgendwie gebrauchen. Aber ich hoffe ja eigentlich, dass wir für die 2200 FIFA-Points doch noch was ordentlicheres ziehen. Aber ich packe mal alle in den Verein, mal gucken, was da so geht. Ach, Fresse. So, nächstes Pack, das ist das Pack aus dem Geburtstag. Ne, das ist das Schöne, wir haben heute, ich weiß gar nicht, was wir heute haben, ich glaube der dritte oder vierte Tag. Diese Geburtstagssets, ja, ein paar kriegen wir noch bis Sonntag, glaube ich. Also drei Packs kriegen wir auf jeden Fall noch. Und ich hoffe, dass da irgendwie was Ordentliches drin ist, was man irgendwie gebrauchen kann. Ich ziehe jetzt einfach mal, lange Rede, kurzer Sinn, ich ziehe jetzt einfach mal und gucken wir mal, was das wird. Und wir ziehen Ranocchia, okay. Oh, guck mal an, Choupo-Moting ist geil, Willems ist geil. Alex könnte man auch gebrauchen, guckt euch das mal an, 91 Pace, das ist gar nicht so scheiße. Gar nicht so scheiße für ein Anfangsteam. Ja, pack
packen wir mal alles rein. Mal gucken, was wir dann gleich so basteln können. So, dann sind also die Gratis-Sets schon mal weg. Und jetzt habe ich überlegt, was machen wir am sinnvollsten? Also 7500er Packs oder 15.000er Packs? Letztendlich die Wahrscheinlichkeit, irgendwas Gutes zu ziehen, ist, glaube ich, hier bei den 15.000er Packs höher. Weil es einfach, das ist einfach mehr. Mehr selten, ne? Und vielleicht kriegen wir da ja wirklich was Gutes. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ziehen wir jetzt mit den 15.000er Special Packs dann einfach die FIFA Points runter und hoffen, dass da irgendwas Gutes bei drin ist. Ich bin jedenfalls gespannt. Oh, nein, das können wir nicht. Wir müssen FIFA Points. Dann ist alles irgendwie in mir gespeichert, dann direkt auf die Münzen zu gehen, weil ich normalerweise immer nur mit Münzen ziehe. Und wir go! Oh, geil! Luis Gustavo ziehen wir. Das ist doch mal eine Hausnummer. Das ist doch richtig, richtig geil. Hajrovic, Xhaka. Ja, das ist solide, würde ich fast sagen. 1000 Münzen kriegen wir noch dazu. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Na gut, klar, besser geht's. Aber ich bin zufrieden mit dem Pack jetzt gerade. Gustavo ist natürlich ein Tier. Den kann man richtig gut verbauen. Das ist wunderprächtig. Und wir kriegen Barclay. Houlihan habe ich schon getestet. Der ist gar nicht so schlecht. In einem ihren Team. Guillerme, da haben wir wenigstens einen Torwart. Auch nicht schlecht. Anderson. Ja, dadurch, dass wir jetzt auch Bundesligaspieler in der Innenverteidigung haben, ist es ganz geil. Zumal dann Gustavo noch dazu kommt, auch Brasilianer und auch Bundesliga. Perfekt. Perfekt zu verlinken. Also wird das wahrscheinlich irgendwie schon so zum Anfang so Richtung Bundesliga-Team gehen, denke ich. Aber wer weiß, was wir nicht noch alles Gutes ziehen. Boah, ich bin so gespannt. Da ist jedes Pack eine Freude. Valencia. Alles klar. Und Traoré. Ja. Kann man machen. 4000 Münzen dazu. Wahnsinn. Ich glaube, die investiere ich dann direkt auch in Packs. Ich weiß nicht, also Verbrauchsgegenstände dürften wir jetzt eigentlich genug haben. Vielleicht können wir dann noch irgendwie einen Gratis-Pack dann dazu abstauben. Das wäre der Oberhammer. Das wäre wirklich der Oberhammer. Und wir ziehen Inler, Gökhan Inler und Hegler. Ja, seht ihr, wir kommen unserem Bundesliga-Team immer näher. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt im Moment nicht so wirklich auf Chemie oder sowas achten. Das ist, schwierig. Aber vielleicht kriegen wir doch ein grundsolides Team dann irgendwie hin. Das wäre schon echt wünschenswert. Enyama, cool. Guter Torwart auf jeden Fall für den Anfang. Oh Mann. Sonst nur Schrott. Zwei Packs können wir so noch ziehen. Ansonsten noch ein normales Goldset. Ui. Was das wohl wird. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2000 Münzen zusätzlich. Das wäre geil. Und Bojan. Und Trash. Guckt. Na, Trash. Gaitan haben wir. Sieht nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Also nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Bundesliga-Team, Bundesliga-Verteidigung zumindest, haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Fehlt noch ein guter LV eigentlich, aber ja. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. So, nächstes Ding. Zengin und Lamela. Stark. Und Torres. Erik Torres. Hatte ich im Sega Fußballmanager immer ganz gerne. Der ist eigentlich ziemlich geil, aber ich glaube, in FIFA ist es jetzt nicht so prall. Ja. Lamela kann man auf jeden Fall einsetzen. Zengin kann man einsetzen. Hier, guckt, wieder ein Bundesligaspieler. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir Bundesliga machen. Jetzt ziehen wir noch die letzten 100 FIFA-Points weg. Und dann haben wir unser Startteam sozusagen erschaffen. Oh Mann. Oh, Kehl und Arnold. Yes, Bundesliga auf jeden Fall incoming. Das erste Duplikat haben wir auch schon. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, den müssen wir jetzt leider verkaufen. Ja, damit haben wir auf jeden Fall schon mal, gelitten. Irgendwie schon ein bisschen. Aber wir können auf jeden Fall für die 4-1-2-2, können wir auf jeden Fall was Gutes jetzt basteln. So, dadurch, dass wir Knoche hier haben und Gustavo. Yes! Wir haben Gustavo, das ist doch super. Das ist doch echt super. Hier in der Innenverteidigung haben wir
besser als nichts, ne? Das sieht auf jeden Fall am ordentlichsten aus bisher. RV Trash, da bin ich mir ganz sicher, dass der auf jeden Fall erstmal ein bisschen bleiben wird. Jetzt müssen wir mal schauen. Hegeler, oh Mann. Ach ja, komm hier. Und da habe ich auch den anderen schon gesehen. Da ist auch ein Chaka. Aber ich guck mal kurz, was wir noch für Mittelfeldspieler so grundsätzlich haben. Vielleicht können wir da irgendwie einen umswitchen oder so. Das wäre schon nicht so schlecht. Ah, Gökhan Inla ist natürlich auch super. Lamela ebenfalls. Ei. Tja. Gaetan ist auch interessant eigentlich. Gökhan Inla. Wie würde ich ihn ja ganz gerne einsetzen? Bayer oder Chaka? Würde ich fast sogar Bayer sagen. Ganz ehrlich, guckt euch mal die Werte an. Also 68 Pace gegenüber 51 Pace, 67 Schuss, ja, drauf geschissen. 76 Pass, 76 Dribbling und bessere Def-Werte. Vielleicht brauchen wir Def auf jeden Fall. Oh, es ist... Andererseits, ne, wenn wir mal gucken, wir hatten doch Gökhan Inla, das ist doch ein Schweizer. Wäre da vielleicht doch Chaka ganz, ganz nett. Der jetzt wirklich als ZOM so empfehlenswert ist. Naja, gucken wir einfach mal weiter, was wir noch für Positionen haben. LV, Willems, naja, gut. Besser als nix. Ja. Was ist das denn? Weg. Besser als nix auf jeden Fall. Muss man den mit 4 Chemie spielen. Nice one. Naja, was soll's. ZOM, Bojan. Interessant. Oder Arnold einfach. Arnold, dann hätten wir auch die Verlinkung. Also ich glaube, Bojan ist jetzt nicht so viel stärker als ein Arnold. Barclay ist natürlich auch interessant. Ah, ja. Coole Herren. Machen wir erstmal Arnold rein. Das könnte schwierig werden. Das könnte alles schwierig werden. Choupo-Moting ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Und, naja, Torres oder Valencia. Machen wir Valencia. Oder wir machen eine ganz krasse Nummer. Und setzen irgendwie, komm... Fehlt einfach mal noch Stürmern. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das kann böse enden, das können alles böse enden. Mollo. Rio, Bojan. Warum ist Bojan überhaupt als Stürmer gelistet? Verstehe ich nicht. Oder halt Torres. Ach komm, drauf geschissen. Brauchen wir jetzt nur noch einen Torwart, einen anständigen. Guillaume, der hätte zumindest eine Verlinkung ein bisschen. Ja, mit einer 7 Chemie. Oh Gott. Ja, das kann ja was werden. Auf die Bank packen wir unsere letzten Goldspieler. Inler packen wir noch sicherheitshalber drauf. Wir können ja einfach mal ein paar gute Spieler noch draufsetzen. So ein Mollo würde ich auf jeden Fall da gerne haben. Gerne sehen. Bojan auf jeden Fall. Doch. Carrillo. Weiß ich auch nicht. Komm, Gaetan kriegen wir noch unter auf jeden Fall. Und Chaka, ich schaffe es. Na, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen... Das ist nicht so, dass das was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Zengin hauen wir raus, dann packen wir lieber Enyama drauf. Der hält wenigstens ein bisschen was. So, und guckt euch das mal an. Das ist gar nicht so schlecht mit der Chemie. Wir haben jetzt hier einen Vierer, natürlich hier noch einen Vierer, aber er hat 7 Chemie. Schalke. War da nicht irgendwie noch ein Schalke oder so? Nee, ne? Ach. Ja, irgendwie scheiß drauf. Ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Gucken wir zwar für... Ja. Naja. Weiß ich auch nicht. Berlin Fortuna, das ist übrigens noch der Name, der vorgegeben war. Fitnesskarten haben wir ein paar wenige. Ja, komm, das ist eigentlich passt das schon. Vielleicht können wir noch Manager-Objekte anwenden. Ich weiß gar nicht, was ich für Dings gezogen habe. Ah, nee. Aber hey. Niederländische Liga, ne? Aber da hätte er. Ach nee, das bringt ganz gar nichts. Ja.
Das wäre das Anfangsteam, würde ich sagen. Also oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Ja, viele haben immer in meinen Streams gefragt, ja, was machst du denn für Anweisungen und so weiter bei, wartet mal, oder? Wir hätten noch ganz geile LMs und RMs. Aber die kriegen wir doch alle nicht verlinkt. Nee, ich glaube, so ist das in Ordnung, so passt das schon. Ja, viele haben mir auf jeden Fall immer gefragt, was machst denn du für Anweisungen und so weiter immer in deinen Teams und das würde ich gerne sehen. Ja, die Leute sollten jetzt mal aufpassen, ich mache nämlich jetzt kurz mal die Anweisung. Die Stürmer haben grundsätzlich bei mir immer Abwehrkette unter Druck setzen und zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Ja. Ein Gebot der Stunde, du hast eine Trophäe erhalten, ja, prima. Ja. Und der ZOM, der kriegt bei mir immer vorn bleiben. Am Strafraumrand bei Flanken. Ja, und Position halten. Auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Vorn bleiben und so. So. Die ZMs, also in der Formation lasse ich die ZMs eher unberührt. Also die sollen machen, was sie wollen und so weiter. Das ist alles ist mir egal. Der ZM sollte aber trotzdem hinten bleiben bei Angriffen. Genauso wie auch die LVs und RVs. Ja, und das wäre es dann auch schon. Ja, das wäre das Team, mit dem wir anfangen werden. Und ich bin extrem gespannt auf die nächste Folge. Das wird nämlich in der nächsten Folge so sein, dass wir dann ein Spielchen machen. Wir haben ja nämlich schon 17 Minuten oder sowas aufgenommen. Deswegen. Oh Gott, das... Oh. Aber das ist zumindest ein halbes Bundesliga-Team irgendwie. Das ist gar nicht mal so scheiße. Ich bin mal gespannt, ob wir damit irgendwie was überhaupt irgendwas hinkriegen werden. Zumindest Luis Gustavo, das ist einer meiner Lieblinge, den haben wir schon mal. Choupo mit Moting dürfte jetzt auch nicht so scheiße sein. Trash, ja, hat auch ganz gute Werte, also von daher ist es eigentlich ganz gut. Gut, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann spielen wir mit dem Teamchen. Und das wird dann immer so ablaufen, dass ich dann, wenn ich gewinne in dem Spiel, dass ich dann das Pack immer am Anfang einer jeden Folge ziehe. Ne, so, dass ihr dann auf jeden Fall da schon mal Bescheid wisst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.